SNES Weihnachten geht weiter mit Lufia 2. Schönen guten Tag, herzlich Hello. Willkommen. Speedrandale ist wieder angesagt im Studio-Edition. Sie ja wieder hier, ich wieder hier und Travik Tox immer noch bei uns. Schön, dass du nach dem wunderbaren Super Metroid Reverse Boss Order Run noch geblieben bist. Ich habe mich umso mehr gefreut, dass du eins meiner Lieblingsspiele vom Super Nintendo mitgebracht hast. Was zeigst du uns heute? Ja, heute gibt's Lufia 2 und zwar die Ancient Cave. Denn das ist ein Modus innerhalb der Story. Innerhalb des Spiels, denn es ist ein klassisches RPG mit einer Story. Es ist rundenbasiert, der Kampf. Also so, wie man es kennt. Und nebenbei gibt es noch einen eigenen Modus, die Ancient Cave. Und das ist ein sogenannter Roguelike. Das heißt, ich starte am Anfang direkt mit Level 1, ohne Items. Und dann muss ich mich in 99 Ebenen durchkämpfen, um am Ende einen Master Jedi, den Boss, zu bekämpfen. Genau. Ja, sonst, du hast schon alles erzählt, was man dazu erzählen kann. Eins meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Zeit, ich habe die Big Box noch daheim. Also hierzulande oder in Deutschland zumindest kennt ihr das Spiel als Lufia, nicht als Lufia 2. Mhm. Nintendo hat das hier umbenannt, weil wir das erste Lufia gar nicht bekommen hatten. Deshalb wundert euch nicht, dass da eine 2 da steht, aber wir spielen ja die US-Version, also passt es umso mehr. Fand ich sehr, also für damalige Verhältnisse, ich habe gar nicht gewusst, was dieser Modus, wie der vernünftig funktioniert. Warum fange ich jetzt wieder von vorne an? Wie ich kann meine Level nicht behalten? Ja. Wie sieht das aus? Heutzutage ist man so Roguelikes und solche Spiele umso mehr gewöhnt und ich finde, da kann man gerade diesen Ancient Cave Modus dann umso mehr wertschätzen. Möchtest du denn irgendwas erzählen vorab noch dazu? Weil ich glaube, wir müssen uns eh sehr daran orientieren, was dir der Zufallsgenerator da entgegenwirft. Genau. Also hier, genau, man muss das Spiel zweimal durchspielen, um den Giftmodus freizuschalten. Genau, hier sieht man es im Menü. Im Retry-Mode gibt es viermal so viel XPs und Gold in der Story. Und wenn man den auch dann nochmal durchspielt, gibt es den Gift-Mode. Denn man kann die Ahnenhöhle auf Deutsch, also Ancient Cave, auch in der Story betreten. Da ist das Problem, man muss mit der Party reingehen, mit der, die man gerade hat. Ja. Aber die optimale Party gibt es nicht während der Story. Und im Gift-Mode kann man direkt frei entscheiden, welche Charaktere man haben will. Oh, hey. Cool. Das heißt, ich kann mir da die besten Charaktere raussuchen. Und im Gift-Mode gibt es auch nur die Ancient Cave. Okay, ja, dann lass es doch machen. Lass ihn starten und dann gucken wir, wie wir durchkommen. So, ich mach den Countdown. 3, 2, 1, go. Hier starten wir schon in der Stadt Gruberik oder Gruberia. Und hier kann ich mir die ganzen Charaktere aussuchen. Ich nehme mir Guy, Decker und Arti. Genau, die Party ist nicht verfügbar in der Story. Ich glaube, am Ende ist es Selan, Guy, Arti. Ja, kann gut sein. Zwischendrin hat man auch Decker, aber dann hat man irgendwelche anderen Charaktere nicht. Und hier ist sie jetzt schon drin gelandet. Genau. Genau, es ist ein Roguelike, das heißt, die ganzen Dungeons sind zufallsgeneriert. Das heißt, ich weiß nicht, was uns heute hier erwartet. Ich kann noch nicht mal versprechen, dass ich den Run zu Ende mache. ich will wenigstens bis zum Ende kommen, sodass man den Endboss sieht, dass ich, ob ich genug Schaden mache, denn der Gegner hat ungefähr, also der Endboss hat ungefähr 10.000 HP und man hat nur 3 Runden Zeit, um ihn zu besiegen. Boah, ey, auch etwas. Stell dir vor, du bist da hingekommen und weißt nicht um diese 3 Runden Bescheid. Und dann, Aber der Vorteil daran ist, dass der Gegner sich quasi gar nicht wehrt. Und genau, es kann sein, dass ich nicht die nötigen Items bekomme, um genug Schaden zu machen. Ist alles komplett randomized, ja? Genau. Man weiß so ein bisschen, dass je weiter tiefer man in der Höhle ist, dass da bessere Items droppen. Auf gewissen Floor-Ranges gibt es nur bestimmte Gegner. Also so ein bisschen weiß man davon, wo was auftauchen kann. Hier sind ein paar Menüs. Ja, das Speedrun-RPG ist Menuing. Sehr, sehr wichtig. Du hast gerade, bist du geflohen hauptsächlich. Jetzt bekämpfst du die aber mal, oder? Genau, weil ich glaube, ich hatte 2 Waffen, die wollte ich equippen, ausrüsten, damit ich schneller die töten kann. Weil die stehen mitten im Weg. Ich könnte theoretisch außenrum, weil ich meine, oben war noch ein Weg. Aber es schadet nicht, besonders für solche Runs, wo man unbedingt den Run beenden will, am Anfang so ein paar Gegner zu besiegen. Denn würde ich auf PB gehen, also auf eine persönliche Bestzeit, dann würde ich nur bestimmte Gegner besiegen. Zu denen kommen wir später noch. Die sogenannten Cores, weil die bringen deutlich mehr XPs als alle Gegner drumherum.
Ja, der grundsätzliche Ablauf, man sieht, du bist dann in diesem Dungeon, der immer tiefer geht und musst dann entsprechend die Treppen nach unten finden. Gegnerpartys kann man... Oh, das ist wirklich gut. Das ist am Anfang. Gegnerpartys oder kann man auf der Map sehen. Die bewegen sich erst, wenn du dich bewegst auf der Map sozusagen. Also man kann so ein bisschen absehen. Die laufen nicht in Echtzeit dort herum, sondern das hier parallel zieht. Und so kann man es ein bisschen taktisch angehen, damit man potenziell vielleicht nicht in die Gegnergruppen reinläuft. Oder vielleicht in die reinläuft, wenn man es machen will. Genau. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt von Lufia, dass man immer weiß, wie die Gegner sich bewegen und das dann optimal ausnutzt, um die dann entweder auszuweichen oder auch von der Seite oder von hinten anzugreifen. Denn manche Gegner haben eine Blickrichtung und dann kann man die von hinten angreifen. Dann hat man auf jeden Fall einen sogenannten First Strike. Mhm. Das heißt, man hat eine Runde komplett Zeit machen. Da kann man machen, was man will. Mhm. Bevor der überhaupt angreifen kann. Genau, Anger Brace ist auch gut. Das erkläre ich gleich. Mhm. Oder man greift die von der Seite an. Zum Beispiel der guckt jetzt nach rechts, dieser Insekt, jetzt guckt nach oben. Und wenn man den von der Seite angreift, dann hat man nur eine 50-50 Chance, den First Strike zu bekommen. Das gilt aber auch für die Gegner. Wenn die dich von hinten angreifen, dann Surprise-Attacken die dich. Genau, meistens will man keine Gegner bekämpfen, man will alle einfach ausweichen. Die kosten sehr viel Zeit, bringen nicht so viel XPs, außer bestimmte Gegner. Genau, man will es möglichst schnell die richtigen Items haben, möglichst tief runterkommen. Genau, gerade hat man auch gesehen, ich habe so eine blaue Truhe gefunden. Da sind besonders starke Waffen drin, sofern die meine Party tragen kann. Denn ich habe ja nicht jeden Charakter mit. Und das Besondere auch bei denen ist, wenn man in der Story die Anhöhle macht, kann man diese blauen Truhen mit rausnehmen und die in der Story benutzen. Ja. Und wenn du noch so einen Anreiz hast, dass du innerhalb der Story das dann durchmachst. Genau. Oh ja, ich habe natürlich das Ding Wenn nie auf Speed gespielt. Da war meine Spielweise ein kleines bisschen anders. Ich habe versucht, nochmal extra zu leveln, dann da drin. Aber muss ich immer abwägen, was levelst du und wann verschwendest du eigentlich Energie an die anderen. Und man hat gesehen, dass ich in der blauen Truhe den Dragon Spear gefunden habe. Das Gute an dem ist, dass der, also erstmal, er gibt sehr viel Angriff für A-Team. Aber das Gute an dem ist, der gibt sehr viel Agilität. Und Agilität ist, wenn nicht der wichtigste oder der zweitwichtigste Statuswert im Spiel. Denn wenn man vor Gegner weglaufen will, dann wird nur die Agilität vom langsamsten und schnellsten Charakter mit in die Berechnung eingezogen. Sodass ich von sehr vielen Gegnern einfach weglaufen kann, ohne zu kämpfen. Weil wenn ich langsamer bin und ich weglaufen will, dann greifen die Gegner erstmal an und dann laufe ich weg. Was natürlich sehr viel Zeit kostet und natürlich. HP. Eine Schürze. Hier sehen wir diese Cores, die man bekämpfen will. Die geben sehr viel XPs. Das Problem bei denen ist, die flüchten sehr oft. Ah, okay. Leider nicht. Ja, das sind die Slimes aus Dragon Quest sozusagen. Deren Chance ist 25%, dass die bleiben. Also im Durchschnitt bei 4 Cores. Ja, einer geblieben. Aber so funktioniert Zufall leider nicht. Deswegen werde ich auch mal ein bisschen den Floor durchsuchen. So wie hier zum Beispiel. Hat sich gelohnt. So. Da ist einer geblieben. Sehr gut. Beide sogar. Oh nein, Decker. Schade. Jetzt verpasst Decker leider die schönen XPs. Ja. Bekommen die anderen dann mehr XP oder ist es einfach nur, der Charakter bekommt gar nichts dazu? Nee, der Charakter bekommt aber keiner dazu. Es wird nicht aufgehört. Aber hier sieht man, wie viele Level-Ups ich bekomme. Ja. Hätte sich echt gelohnt, ey. So ein Revive? Den? Ja, ich habe einen Regain, aber den spare ich mir erstmal auf. Denn, ja, momentan brauche ich ihn nicht. Kämpfst wahrscheinlich erstmal nicht. Genau. Ich kämpfe erstmal nicht und der kann erstmal tot bleiben. Sobald ich an der nächsten Möglichkeit wieder XPs bekommen kann, wie bei den Cores, werde ich ihn wiederbeleben. Und ansonsten lasse ich ihn erstmal tot. Miracle ist auch ein Wiederbeleber, der noch zusätzlich Mana füllt. Was auch sehr praktisch ist. Genau, hier hast du ihn gerade manipuliert durch die Bewegung, damit du den Kampf nicht angehen musst. Berserk Blade, ganz wichtig, direkt füttern, denn das ist eine verfluchte Waffe. Wenn ich die ausrüste für Guy oder Decker, dann brauche ich erstmal Curse Lifter, um wieder
eine andere Waffe zu benutzen. Mhm. Den Berserk Blade will ich nicht bis zum Ende haben, deswegen einfach füttern, dem Kapselmonster und fertig. Ja, das ist auch das Schöne, man hat immer ein Kapselmonster, der macht, ich kann ihn nicht kontrollieren und ich kann ihn auch füttern, sodass er eine höhere Form erreicht. Mhm. Und dadurch wird er stärker. Die Karotte hier, ey. Im Speedrun wird man ihn meistens nicht füttern. Hängt ab, auf welcher Zeit man gehen will. Hier, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es schon recht praktisch, den zu füttern. Mhm. Denn besonders die Form 2 von Sully, den Kapselmonster, den ich gerade habe, ist sehr nützlich. Auch in der Cave. Und auch noch ein weiterer Vorteil ist, dass, wenn Decker tot ist, zum Flüchten wird er immer die langsamste und der schnellste Charakter. Mhm. Mit einbezogen und Decker ist der langsamste, aber ja. Wenn er tot ist, wird er nicht mit einberechnet. Das heißt, du hast direkt gleich eine größere Chance zu fliehen, ne? Genau, das heißt, jetzt ist meine Party quasi schneller. Deswegen passt es umso besser, dass er einfach tot bleibt. Du, wir wollten dir nur sagen, es ist besser, dass du tot bist. Natürlich wird er am Ende sehr, sehr wichtig sein, dadurch, dass er der Tank ist. Er hat am meisten AP. Und er wird am Ende hoffentlich am meisten Schaden machen, wenn er eine bestimmte Waffe findet. Das Deckerblade. Denn das hat eine sehr gute IP-Attacke. Denn hier in dem Spiel haben viele Ausrüstungsgegenstände eine IP-Attacke. Auf Deutsch Zornattacke. Mhm. Das ist quasi so ein verbesserter Angriff. Und genau, man muss Zornpunkte sammeln, die man bekommt, wenn man Schaden bekommt. Da sieht man, das ist der dritte Balken bei den Charakteren, IP. Mhm. Und wenn man dann genug hat für diese IP-Attacke, kann man die dann benutzen. Und beim Deckerblade ist es zum Beispiel 50% der aktuellen HP an Schaden. Mhm. Das heißt, bei 10.000 HP, den der Jelly hat, macht es direkt gleich über 5.000. Nice. Also bei einem beim Jelly, der voll HP hat, ist es 5.000 bis 6.100. Das liegt daran, weil es noch einen Modifier gibt, dadurch, dass er in der ersten Reihe ist. Mhm. Deswegen ist es sogar noch mehr als 50%. Deswegen, das ist auch ganz wichtig, ich will Gegenstände finden, die besonders gute IP-Attacken haben, sodass ich am Ende genug Schaden beim Jelly mache. Und dann gibt es auch noch hier und da Waffen, die nur für die Cave interessant sind. Weil irgendwie muss ich auch bis zum Ende hinkommen. Mhm. Worauf ich auch schon halte, ist ein Healing Spell. Denn momentan kann ich immer nur Potions benutzen, um meine Party zu heilen. Mhm. Ich meine, das kann gut gehen eine Zeit lang. Wenn wenig Gegner im Weg sind, kann das sogar sehr lange gut gehen. Man kann Runs auch beenden, ohne ein Healing Spell zu finden. Aber nur selten. Aber wenn man weiß, dass man ein Healing Spell hat, ist man direkt auf entspannter. Ja. Es gibt 5 Stück an der Zahl. Mal gucken, wann wir unseren ersten finden. Ja, du hast ja gerade mit dem Schwert kurz gehauen, nämlich auch quasi Schwertangriffe lassen die Gegner auch einmal bewegen. Mhm. Genau. Und falls sich manche Leute fragen, in der Story gab es ja diesen Hookshot oder den Pfeil, den die Gegner stunnen lässt, aber in diesem Modus gibt es dann nicht. Was auch den Charme nehmen würde von diesem Spiel dann. Sonst würde man einfach alles stunnen und dann daneben vorbeilaufen und müsste gar nicht lernen, wie die sich bewegen. Ja. Ja, je weiter man runterkommt, man sieht auch so, das Tileset ändert sich, damit du nicht immer die gleichen Stockwerke dann sehen musst. Genau, die Gegner werden auch schon ein bisschen stärker. Es kommen bessere Items immer mehr dazu. Das ist ja die Franziska. Ist auch ein toller Name für eine Axt. Mhm. Da sind wir gleich bei einem Viertel angekommen. Level 25. Genau, wenn es so weitergeht, dann ist es natürlich sehr gut. Aber die späteren Floors werden deutlich schwieriger. Es kommen andere Gegner zum Vorschein. Manche von denen muss ich bekämpfen, da gibt es keinen Ausweg. Jetzt so die nächsten Floors. So um die 30 kommen Blue Mimics. Die sehen so aus wie blaue Truhen, sind aber Gegner, mhm, die mega stark sind.
Das Gute an denen ist wenigstens, dass die sich nicht bewegen. Das heißt, solange die nicht im Weg stehen, stören die mich auch nicht. Aber sobald die dann auf den Treppen sind, muss ich die bekämpfen. Und da ist meistens der Speedrun dann vorbei. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ja. Ich glaube, ich kann so von 28 bis 30. Normalerweise habe ich nebenbei meine Splits immer, wo dann steht, was auf dem Floor so erscheinen kann. Providence kann uns hier rausbringen, auf Deutsch Gottes Hand. Dann behält man die ganzen Blue-Items aus den blauen Truhen, aber dadurch, dass ich ja nicht die Story hier weiterspielen will, bringt uns das nichts. Mhm. Der Schlafball. Kann manchmal nützlich werden, wenn es am Ende unangenehm wird gegen manche Gegner. Aber ansonsten keine interessanten Sachen. Ich habe einen Dragon Spell gefunden. Das ist ein T3 Wasserzauber. Hast du vorhin sogar benutzt, ne? Genau. Da hat man gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat. Ist auch sehr nützlich. Ist auch mal gut zu wissen, was für ein Element das hat und was für Schwächen die Gegner haben. Dragon ist zum Beispiel vom Element Wasser. Und ja, manche Gegner haben halt Schwäche Wasser, was dann doppelten Schaden macht. Powerjacke. Und warpende Gegner auch nicht nett. Ja, die sind persönlich meine Hassgegner. Es gibt noch so ein anderes Muster von Teleportierer. Die wir gerade gesehen haben, sind auch ganz okay. Da weiß man grob, wo die hin teleportieren. Aber gibt es noch ein anderes Set an Teleportmonster. Ganz unangenehm. Und dazu kommt auch noch, dass sie später sehr stark sind. Also zeitlich komme ich gut voran. Ich würde gerne Healing Spell haben. Hast genug Potions. Ja, noch retten die mich. Deswegen versuche ich so ein bisschen die Ebenen zu durchsuchen. Ja, solange sich's noch rentiert, sieht man ja ab und zu mal, okay, da ist der Ausgang. Ich gucke nochmal um die Ecke. Nix da, okay, weiter. Uff. Da sehen wir die Blue Mimics. Ich kann hoffen, dass ich nicht nach links muss. Wenn ich schätzen würde, sind die Treppen links. Aber ich will nicht zu den Blue Mimics hingehen. Da ist es gefährlicher. Die. Ja, diese Löwen gehen hier noch. Ich warte jetzt, bis er sich nach rechts bewegt. Und dann greife ich von der Seite an. Und hab gehofft. Auf den First Strike. Leider nicht, das würde man oben sehen. Okay, Arti sogar schneller als die Löwen. Das liegt daran an dem Dragon Spear, weil er sehr viel Agilität gibt. Oh. Ja, die sind schon nicht ohne. Ja, die sind echt nicht ohne. Wobei DK jetzt ein Level-Up kriegt. Ja, das. Radish Kick. Das müsste Arti schneller sein, ja. Dann bleibt halt erstmal Maxim tot. Nee, wobei. Ich muss gleich höchstwahrscheinlich an den Blue Mimics vorbei und da will ich jeden Charakter haben, den ich brauche. Ja. Ah, wie fies. Okay. So, diese Gegner sind auch. Diese Schnecken sind auch unangenehm, deswegen. Aber man kann an denen sicher vorbei. Brauchen wir mal nach jeder Bewegung ein bisschen Pause anscheinend, ne? Genau, das ist ein bisschen Zufall. So, ich tue jetzt die Tanks in die Backrow. Jetzt kann ich nur hoffen, dass sie kein Frenzy machen. Denn Frenzy greift alle an. Okay, das ist gut. Ja, das ist Frenzy. Aber ist noch okay. Es leben ein paar Charaktere. Ich lass mal
Max im Tod. Weil eigentlich müsste ich jetzt diese Medusen überleben. Oh nein, das waren. Oh, die machen Surprise Attack auch noch. Oh nein. Oh nein. Da habe ich gepennt. Aber du lebst noch. Ja, das Problem ist. Die alle drei dreifach ja, oh, so knapp. Das Problem ist jetzt. Muss. Oh, ich bin wirklich schneller. Okay, ich bin wahrscheinlich schneller als die. Dadurch, dass ich den Dragon Spear habe. Das, eigentlich hätte ich das machen sollen. Aber first, irgendwie war ich da unkonzentriert. Okay. Und jetzt bin ich erstmal wieder sicher. Also hatte ich schon Glück, dass ich über die Blumenmix überlebt habe. Die Medusas waren mein Fehler. Du siehst hier, wie schnell das gehen kann, ne? Ja, das. Mhm. Naja, das Game erwartet ja auch eigentlich von dir, dass du Gegner hier killst und ein bisschen levelst, bis du da unten ankommst. Ja. Ist ja klar, dass du dann noch nicht ganz so stark da ankommst. Und was mit den Blue Mimics? Die hauen, nachdem sie einmal angegriffen haben, hauen sie dann wieder ab? Nee, das liegt daran, dass ich habe die quasi encountert. Aha. Und dann bin ich geflüchtet. Ah, okay. Und wenn ich schneller bin, dann laufe ich direkt weg, so wie man das bei den Medusas gesehen hat. Da war es egal, ob die von der First Strike bekommen oder nicht. Aber bei den Blue Mimics habe ich die einfach einen neutralen Encounter bekommen. Mhm. Und da ist es dann einfach, dadurch, dass die recht schnell sind, greifen die einmal an und dann flüchte ich. Ja, okay. Jetzt habe ich schon mal wieder gute XPs bekommen, das ist gut. Nur Maxim nicht. Genau, aber boah, darauf kann ich auch verzichten. Mhm. Ich habe zwar gut Regains und Miracles, um notfalls Charaktere wiederzubeleben und notfalls auch zu heilen. Aber wenn ich jetzt mehr kämpfen muss, dann fehlen mir die Ressourcen, um meine Party zu heilen. Mhm. Heal Spell ist das, was du brauchst gerade, ne? Genau, es gibt Strong, Stronger, Champion, Rally oder Valor. Mhm. Also wenn man das sieht, ist es sehr gut. Okay, man sieht, ich bin schon bei den Cores, das heißt, es gibt keine Blue Mimics mehr, an denen sind wir wenigstens schon vorbei. Mhm. Feuerzauber. Ne, Fry ist ein Lichtzauber oder Unlicht. Das wäre Feuerangriff. Ich hab's auch auf Deutsch gespielt. Ich glaube, auf Deutsch ist es entweder Novada oder Abaddon. Es gibt einmal Fry und Zap und hier sind die. Genau, auf Deutsch heißen die Novada oder Abaddon. Mhm. Mittlerweile ist auch die deutsche Version, dass ich die das letzte Mal gespielt habe, schon so lange her, dass ich die meisten. Dass du überhaupt noch die Namen kennst? Ja, die meisten Namen kenne ich auch nicht mehr. Das war jetzt quasi nur eine Ausnahme. Ah, okay. Hier muss man aufpassen, dass die sich nicht genau in die Tür teleportieren, während ich da durchgehe. Fies. Deswegen bin ich das langsam angegangen. So, Floor 34. Chors gibt's hier noch. So, die verfolgen mich jetzt die ganze Zeit. Deswegen lock ich die hier hin. Aha. Erstmal in den Raum. Ja, gut. Das Problem ist, die verfolgen mich auch über Räume hinweg. Jo. Das heißt, ansonsten hätten wir die den Weg versperrt. Dann hätte ich die bekämpfen müssen. Oh, das ist auch ein interessanter Gegner. Einmal werde ich ihn versuchen zu töten. Okay, First Strike. Genau, First Strike. Ich habe jetzt erstmal eine Runde Zeit. Dadurch, dass sie schwach gegen Feuer sind, benutze ich den Fireball. Wieso ich die bekämpfe, ist, weil die können den Cancer Rock droppen. Das ist ein Stein, der mich zweimal angreifen lässt. Und das kann ich sogar insgesamt zweimal benutzen, wenn ich 100 IP habe. Das heißt insgesamt zwei zusätzliche Angriffe. Was für so Charaktere wie Guy oder Maxim sehr stark sein kann bei dem Jelly. Dadurch, dass ich nur drei Züge Zeit habe. Man hat nicht gesehen, man hat gesehen, ich habe keinen Cancer Rock bekommen. Aber dennoch, ich habe XPs bekommen, das schadet nicht. Jo.
Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich Items für Guy oder Maxim zu farmen. Oh, Deckerblades. Das ist das wichtigste Item. Jetzt kann ich schon sogar fast versprechen, wenn ich es bis zum Jelly schaffe, dann töte ich den auch. Das ist so das wichtigste Item. Mhm. Den Rest findet man immer irgendwo hier und da. Man kann sich irgendwelche Steine farmen, man findet irgendwelche Waffen für die anderen Charaktere. Aber das Deckerblade ist richtig sehr, sehr wichtig. Und das gibt's auch nur einmal im kompletten Cave? Ja, nee, das hat eine bestimmte Prozentchance. Man kann das auch jetzt öfters finden. Ah, okay. Aber ja, es kommt nicht so häufig vor. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wenn ich bis zum Jelly komme. Das kriegst du hin. Da gibt's noch einige andere Hürden. Weil momentan sieht man, ich habe immer genug Platz, um die Gegner auszuweichen. Später gibt es noch größere Gegner, die zweiteils groß sind. Denen kann ich dann nicht entkommen. Da hoffe ich dann auch, dass ich Deadly Weapons bekomme, also Deadly Waffen. Ja gut, da sind direkt die Treppen. Da hat man gerade gesehen, da war so ein Assassin. Mhm. Vielleicht hat man gesehen, dass er sehr schnell unterwegs war. Mhm. Und sobald er mich einmal im Visier hat, weil er geht immer zwei Schritte für jeden Schritt, den ich gehe. Ja. Was somit heißt, ich kann nicht weglaufen. Und schon wieder Surprise Attack. Ja, bei diesen Teleporter muss man halt aufpassen, man darf nicht zu schnell gehen, ansonsten kann das passieren. Hey, und dass die auch auf einen Charakter gehen. Okay. Wenigstens keiner gestorben. Kostet mich nur ein paar Potions. Natürlich trotzdem unangenehm, wenn ich so begrenzte Ressourcen habe. Mhm. Vielleicht muss ich hier ein bisschen langsamer gehen. Da sieht man schon wieder die Assassins. Mhm. Ich hoffe... Dass der festhängt. Nee, da ist er. Genau, aber ich komme hier noch schnell genug rein. Boah. Ich wollte einfach nur gucken, ob in dem Raum die Treppen sind. So wie ich es gesehen habe, waren die da nicht. Oh. Okay, ja, gegen die muss ich kämpfen. Hier sind die Treppen irgendwo da. Das heißt, an denen komme ich nicht vorbei. Das Gute ist, ich habe Fry. Was deren Schwäche ist. Und Fry ist schon von sich aus recht stark. Deswegen macht das genug Schaden. Also die sind noch nicht so gefährlich. Die haben eine Attacke, die eine Chance hat, einen Charakter von mir komplett zu töten. Und das haben die zum Glück nicht gemacht, den Terminal Blow. Hier sieht man, wie viel Schaden das gemacht hat, direkt. Mhm. Ja, dann müssen die Treppen hier irgendwo sein. Und hier geht es oft immer daran, dass ich versuche, Encounters zu meinem Vorteil zu nehmen. Also immer versuche, die von hinten anzugreifen, wenn es geht, oder die von der Seite. Und möglichst, dass ich nicht von der Seite angegriffen werde. Jo. Einfach schnell rein. Ja. Yeah. Whatever. Okay, der Raum ist sauber. Platiplaten. Okay, aber langsam kommen gleich die Ninjas, die genau das gleiche Movement-Pattern haben wie diese Assassins, sodass ich nicht von denen weglaufen kann. Nur, die sind nochmal stärker. Deswegen kann ich entweder hoffen, dass die nicht auftauchen. Und dass ich irgendwie schnell zu den Treppen komme. Das ist sehr gut. Blaze Sword, leider ist das nicht für meine Charaktere. Das kann Seeland tragen und die habe ich nicht mit. Hier sieht man schon einen von den größeren Monstern. So, 41. Das heißt, jetzt kann ich die Green Cores finden, die nächste Stufe von den Cores. Die mir sehr viel XP geben, wollen wir hoffen. Jetzt hat sich die Musik auch geändert. Genau. Level 40. Ich glaube, das letzte Mal, dass die Musik sich ändert. Problem ist, ich habe immer noch kein Healing Spell. Und wenn ich gegen die Ninjas kämpfen muss, hier zum Beispiel, hier kann ich auf jeden Fall einen sicheren Back Attack kriegen. Gotham First, ich kann einfach escapen. Mhm.
Und dann ist es nicht gefährlich, vor dem wegzulaufen. Ach genau, ich hatte noch die Deadly-Waffen angesprochen. Es gibt drei Deadly-Waffen. Das Deadly Sword, Deadly Rod und den Fatal Pick. Mhm. Und die haben die Besonderheit, dass die bei nicht untoten Gegnern eine 80%ige Chance haben, den Gegner direkt zu töten. Mhm. Also die müssen halt nicht untot sein. Und das wird später bei den ganzen starken Drachen sehr wichtig sein. Das ist auch so die einzige Möglichkeit, die Drachen zu töten. Mhm. Nur mit diesen Deadly Waffen. Ja, ansonsten würde ich die nie versuchen zu bekämpfen. Mhm. Und das Gute ist, das kann auch Arty tragen. Und Arty ist ein sehr schneller Charakter. Das heißt, ich will die dann immer versuchen, von hinten anzugreifen, diese starken Gegner. Mhm. Somit hat Arty einen Zug, um einen Gegner zu töten. Und dann auch noch zusätzlich Arty schneller als die Gegner, sodass er noch einen Zug hat. Mhm. Aber noch haben wir keine von denen gefunden. Hier suche ich wieder den Floor, weil es hier Pause gibt. Und ich auf jeden Fall welche brauche. Aber sieht nicht so aus. Jetzt habe ich schon gleich wieder vergessen, wo die Treppen waren. Aber ich weiß, ich habe sie schon gesehen. Irgendwo links unten. Ist auch so etwas, man muss sich tatsächlich konzentrieren, in welchen Räumen war man schon. Ja. Wo sind noch Türen, die man noch nicht erkundet hat. Und einmal runtergegangen, kommst du auch nicht mehr hoch, ne? Genau, es gehen immer nur Treppen nach unten. Das ist ein sogenannter Treasure Room. Man sieht sehr viele Gegner im Vergleich zu dem, was wir sonst gesehen haben. Mhm. Ansonsten, das Gute war, ich habe in der Ecke da einen Core gesehen. Oh. Nice. Das war alles kontrolliert, keine RNG. Ich wusste genau, wo die hingehen. Ja, ich muss aber zum Core. Das Besondere im Core ist, der läuft immer weg. Der Baum verfolgt mich, bis ich ihn aus der Sichtreichweite kriege, so wie jetzt. Da ist der nächste Baum. Also ich will wirklich diese Cores bekommen. So, jetzt gibt's keinen Entkommen mehr. So. Mann, oh Mann, das war rumgetänzle. Komm, jetzt bleibt ihr hier. Ah! Das nicht mal diese Fucker! Werde ich hier vielleicht belohnt von den zwei Truhen? Komm, Healing Spell jetzt. Ach, High Magic, ein bisschen Mana, wenn ich Healing Spell habe. Aber hier hat man vielleicht gesehen, was es heißt, wenn man weiß, wie die Gegner sich bewegen, um durch so einen Raum zu kommen, ohne gegen einen Gegner zu kämpfen. Und das ist okay, ich bin schneller. Dadurch, dass ich weiß, dass die sehr langsam sind. So, jetzt aber. Yes! Einer? Einer ist schon, ist eine gute Grundlage. Mhm. Ich nehme natürlich jeden, mit dem ich bekomme. Alter, wie viel Axt der eine bringt. Okay, hier gibt's wohl nichts mehr. 44, ja. Das ist jetzt, jetzt kommen die Ninjas. Deswegen, ich werde jeden Raum immer sicher betreten. Gucken, ob irgendwelche Ninjas hier sind. Wenn nicht, gehe ich raus und gucke, ob ich die Treppen irgendwo anders finde. Ansonsten kann man die an der Tür immer sehr gut von der Seite angreifen. Sodass man da vielleicht, wenn man Glück hat, mit einem 50-50 einen zusätzlichen Zug hat. Es sind auch nur drei Floors, wo die auftauchen können. Das ist meist immer so, dass die Gegner immer so in Dreier-Floors auftauchen. Ah, oh, da sind die. Oh, nein. Oh, nee, im Back-Attack auch noch. Nee, das... Da hatte ich... Ah, das ist immer die gefährliche Attacke, Knife-Throw. Also meine Party müsste überleben, Decker zumindest. Ich hab noch ein paar Miracle... Ja. Eieieiei. Oh, da hat man gesehen. Dadurch, dass ich zum Glück in der Tür war, muss ich die nicht bekämpfen, weil ich wollte kurz nach rechts gucken, ob da die Wand endet oder es noch weitergeht oder ob ich vielleicht die Treppen dann sehe. Ja, das heißt, da geht es weiter und ich muss die Ninjas bekämpfen. So.
Muss alle Charaktere wiederbeleben. So. Charaktere ausrüsten. Jetzt werde ich mein Kapselmonster füttern. Damit er auf Stufe 2 ist und so mir ein bisschen hilft. Bestimmte Sachen schmecken dem, andere wiederum nicht. Genau. In der US-Version ist das ein bisschen verbuggt. In der deutschen Version werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern, wenn er irgendwas will, dann hat er das auch genommen und freut sich. Mhm. Hier hatte ich gerade Glück, dass er diese zwei Sachen, da weiß ich, dass er die auch immer nimmt. Da ist aber ein bisschen was schiefgelaufen mit dem Kapselmonster füttern in der US-Version. Deswegen, er nimmt nicht immer das an, was er da haben will. Mhm. So, jetzt sieht man, ich kann ihn von der Seite angreifen und ich sehe gerade den First. Das ist sehr gut. So, Dragon ist mein stärkster Spell. Überlege nochmal. Ich überlege gerade, wie viel Schaden was macht. Das war schwer einzuschätzen. Das macht so ungefähr 120 auf alle, 100. Die haben knapp über 300 HP. Oh, das ist gut, dass jetzt schon einer tot ist. Jetzt Decker mit seiner IP-Attacke ja, noch eingetötet, das ist gut. Und oh, Parish Punch, das ist genau der Grund, wieso ich Sully auf 2 gefüttert habe. Denn Parish Punch Insta-Kill, ne? Genau, hat eine 60%ige Chance für einen Insta-Kill. Also nicht so gut wie die 80% von den Deadly-Waffen, aber dennoch 60%. Mhm. Da ist eher das Problem, er will es nicht immer benutzen. Ich glaube, er benutzt es nur so zu 15%. und da hat er es an der richtigen Stelle benutzt. Ja, nice. Ich mache das noch ein paar Mal öfters, um zu gucken, ob hier Ninjas sind. Weil wenn hier Ninjas sind, dann will ich die an der Tür begegnen. Mhm. Wenn ich jetzt nach rechts gehe und die mich quasi auf offenem Feld begegnen, dann kann ich die nicht mehr so gut von der Seite angreifen. Da ich weiß, dass diese Gegner sehr schwach sind. Hier fällt dich vielleicht was auf. Der Busch da rechts oben. Ah, andersrum, ne? Der hat andere Pixel. Genau, das ist ein Healing-Teil. Hm. Somit sind meine ganzen Charaktere wieder voll geheilt. Aber ich sollte mich nicht darauf verlassen, dass ich immer ein Healing-Teil finde, wenn ich es brauche. Deswegen, ja, es wird langsam Zeit für ein Healing-Spell. Das Gute ist, die Ninjas sind jetzt vorbei. Jetzt kommt wieder erstmal ein bisschen Spannung, was Gegner angeht. Es kommen nicht unbedingt Gegner, die ich auf jeden Fall bekämpfen muss. Das heißt, jetzt ist alles mehr so ein Ding von, wenn ich genug Platz habe und langsam durchgehe, kann ich alle ausweichen. Mhm. Deswegen fühle ich mich jetzt schon wieder ein bisschen sicherer. Das hier war die No-Ruf. Frag ich nachher dann nochmal. Genau, ja, am besten nicht in dem Raum. Man hat auch mal gesehen, dass ich mich immer so nach oben drehe. Immer nachdem ich die Treppen jetzt so... Ich drehe mich immer nach oben. Das liegt daran, immer wenn die Gegner in neuen Floor spawnen, gucken die nach unten. Mhm. Und wenn dann Gegner direkt auf mich drauf ist oder so über mir und mich angreifen, dann... kann ich mich noch schnell genug nach oben drehen, sodass die mich nicht von hinten angreifen, sondern einen neutralen Encounter. Ja, die sind auch recht stark. Mhm. Und gleich muss ich nochmal ran gegen die. Aber Maxim kann erstmal tot bleiben. Ja. Sehr gut. Genau, man hat zum Beispiel gesehen, gerade war ich schneller, davor nicht. Da ist auch ein bisschen Zufall involviert. Ob ich schneller bin als die Gegner. Das Gute ist sogar, die Formel ist auch sogar bekannt, wie das alles berechnet wird. Hm. Also die Ressourcen zu dem Spiel sind sehr viele. Das heißt, wenn man irgendwie wissen will, was eine Waffe macht, wie die Formeln, die Schadensformeln sind oder sonst was, ist fast alles bekannt. Oh. Aber die Treppen waren genau auf mich drauf. Ansonsten wäre das sehr unangenehm. Boah, ey. Okay, diese Hydoras sind auch sehr nützlich, denn die droppen den Hydora Rock, was in sowas ähnliches ist wie der Cancer Rock. Oh, der T-Shirt, dazu komme ich auch gleich noch.
Denn der Hydorah Rock macht einen dreifachen Angriff. Das kann man aber nur einmal machen. Quasi in Summe auch zwei zusätzliche Angriffe wie der Cancer Rock. Deswegen hätte ich gute Waffen, um die zu besiegen. Sowas wie eine Deadly Weapon. Hätte ich es wahrscheinlich probiert. Oder ein Eiszauber, weil Eis ist deren Schwäche. Hätte ich die wohl versucht zu besiegen. Aber so nicht. Wir haben gerade gesehen, Deadly Sword. Das Problem ist, es gibt zwei verschiedene Deadly Swords, die genau gleich heißen. Okay. Da hat die Übersetzung einen Fehler gemacht. Deswegen muss ich in deren Beschreibung gucken, welche Art von Deadly Sword das ist. War es das Richtige? Nee, leider nicht. Es war das Falsche. Ah. Es hat so einen langen Text, so einen langen Beschreibungstext. Und das ist das Falsche. Das ist auch so eine verfluchte Waffe, aber ach, ich weiß gar nicht, was es macht. Auf jeden Fall soll man es einfach nie ausrüsten. Okay. Aber was ich noch mal fragen wollte, No Manipulation, was würde hier manipuliert sein, wenn du es machen würdest? Genau, die ganzen Flaws sind ja zufallsgeneriert. Das heißt immer, hängt ab, welchen Frame ich reingehe und hängt ab, wie gerade die RNG steht, so wird immer die, werden die Flaws generiert. Okay. Und wenn ich jetzt hier mit im Spiel bin, weiß ich ja nicht, wie die RNG gerade steht, also ich wüsste gar nicht, inwiefern ich die beeinflussen kann, aber wenn man ganz am Anfang die Cave in einem bestimmten Frame betritt, man muss das vorher natürlich alles routen, das habe ich auch schon mal alles gemacht. Für eine andere Kategorie, Stronger, das ist ein Healing Spell. Nice. Sehr gut. Endlich. Ja. Und ich habe das auch, ich habe auch schon mal eine manipulierte Kategorie gespeedrunnt. Iris Percent, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, oder du, Gregor. Das sind so 10, das sind so 9 Iris Items, die man so finden kann. Ja, das stimmt, ja, da war was. Genau, und die sind halt mega selten. Und ich habe halt so manipuliert, dass ich in den ersten 3 Minuten alle 9 Iris Items finde. Oh, okay. Krass. Und weil ich habe mich halt zu Hause hingesetzt und dann immer jeden Frame angeguckt, was für ein Floor bekomme ich, welche Truhen sind da. Und im Grunde kann man auf dem Emulator dann genau gucken, man kann viel rumprobieren und dann immer gucken, wie gut ist der Floor, will ich den Floor nehmen. Und dann muss ich nur eine bestimmte Route abgehen, also einen bestimmten Weg abgehen. Und dann ist es möglich, halt hier Frame-Perfekt zu spielen, weil in dem Spiel ist es nicht so schwer, Frame-Perfekt zu spielen, denn man kann immer diese nach links, rechts gehen, buffern. Ja, Maxim ist tot. Habe ich vergessen, ihn wieder zu beleben? Okay, nicht schlimm. Ja, genau, und dadurch, dass man sich vorher dann eine ganze Route ausdenkt, welche Floors man bekommt, muss man die dann nur noch Frame-Perfekt abspielen, was jetzt auch nicht so einfach ist, weil es kann leicht mal ein Fehler passieren. Und dann kann man die Cave auch schon innerhalb 10 Minuten durchspielen. Das Problem ist aber, da muss man einfach nur Frame-Perfekt spielen und das ganze Wissen über das Movement fällt dabei weg, weil man weiß ja, was auch. Man weiß, welche Gegner wie sich bewegen. Kannst es nur auswendig lernen wahrscheinlich. Genau, und ja, deswegen bin ich kein Fan davon. So. Also, ich mag es mal gern so zu zeigen, aber so als Speedrun zu zeigen, ungern. Deswegen ist die Kategorie No Manipulation. Ich weiß nicht, wie die ganzen Flaws aussehen. Macht das Ganze auch ein bisschen spannender. Ja, genau. Ja. Es ist, ich bin halt hier hingefahren und ich dachte mir so, ja, mal gucken, wie die Cave läuft. Aber das ist halt auch der Charme davon, dass man weiß nie, wie es endet. Ich hoffe natürlich wenigstens, dass ich alles zeigen kann. Aber jetzt, wo ich halt das Deckerblick habe, bin ich mir sogar sicher, dass, wenn ich schon alles zeige, dann auch den Kill. Aber jetzt sind erstmal entspannte Floors. Aber die schwierigen Floors kommen noch. So ab 72 fängt es dann wieder an. Okay. Denn da kommen die Archfiends. Die Archfiends. Ex-Boomer. So, jetzt sieht man hier Healing Spell. Ich bin Level 22. Da hoffen wir mal aufs Beste da unten. Genau, diesmal nicht vergessen. Maxim zu Resin. Genau. Kann man leicht mal vergessen, wenn man so ein Quatschen ist. Genau, da sieht man die No-Cores ganz rechts. Ach, schade. Das Besondere auch an denen ist, wenn ich einen Zauber caste, sterben die davon immer. Irgendwie machen Zauber bei denen mega viel Schaden. Und physikalischer Schaden macht irgendwie ganz ungewöhnlichen Schaden. Oh nein. Oh, ey. Oh, das ist gut. Oh. Vor allem diese rechten Gegner sind dann auch sehr stark. Ja, wenigstens ein blauer. Besser als nichts. Der gibt mir wahrscheinlich 1-2 Level. Ein Level, ja.
Ich habe jetzt auch schon gesehen, ich bin auf Floor 60. Das heißt, das waren die letzten Möglichkeiten, Cores zu finden. Das, ja, eigentlich würde ich so gern um die Level 30 sein. Lohnt es sich dann noch gegen andere Viecher zu kämpfen, oder? Nee, für XP ist nicht. Das wird viel zu lange dauern. Es ist sehr gefährlich. Wenn ich eine Deadly-Waffe hätte, dann können die so Drachen recht einfach bekämpfen, indem ich die von hinten angreife, dann einen davon töte und dann am nächsten Zug den nächsten. So kann man recht gut XPs nachholen. Deadly Sword. Schauen wir mal, ob es das Richtige ist. Es ist, ja, es ist das Richtige. Ich will es noch nicht ausrüsten, weil Maxim ist nicht so der, ist nicht der bessere Deadly-User. Weil ich will eigentlich Arti mit der Deadly-Waffe haben. Aber wenn ich irgendwann merke, dass ein Drache mir mitten im Weg steht, dann werde ich es ausrüsten auf Maxim. Weil besser. Weil das Problem ist, es ist halt eine verfluchte Waffe und ich kann dann für Maxim keine andere Waffe benutzen beim Jelly-Kampf oder beim Bosskampf. Außer ich habe halt einen Curse Lifter, den ich aber nicht habe. Und es ist halt sehr schade und ich verliere sehr viel Schaden, wenn ich, wenn Maxim dann keine Waffe mehr tragen kann. Weil die Deadly-Waffe ist ohne Curse-Lifter nutzlos für den Bosskampf. Der kann dann halt noch Zauber casten, die jetzt aber nicht so stark sind bei ihm. Ich, ja, hier muss ich vorbei. Ich überleg grad nur. Ich will ihn nach rechts locken. Ach, nur einer. Confused, bäh. Ach, vielleicht bekämpfe ich den. Oder ich will mal zeigen, wie das Move. Hier will ich ihn zum Beispiel um die Ecke locken, damit, er damit ich jetzt auf seiner Range bin. Damit, weil, hätte ich das oben gemacht, dann würde er an der Tür stehen. Und falls die Treppen nicht da sein gewesen wären, müsste ich halt wieder runter und dann würde er kämpfen. Das hätten halt vier sein können. Ich wusste halt nicht vorher, dass es eins ist. Meistens sind eigentlich vier. Deswegen ist das auch immer wichtig bei der Cave, dass man die Gegner mal so hinlockt, dass sie nicht nochmal nerven. Da hat man gerade dieses goldene Monster gesehen, das sind Goldgorems, die auch sehr stark sind. Ich kann nur hoffen, dass sich nicht hinter denen die Treppen sich verbergen. Sieht so aus. Ah, oh, nee, doch nicht. Hier ist noch was. Ja, die sind auch nicht so viel besser. Das sind White Dragons. Genauso unangenehm. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Also ich kann die immer von hinten angreifen, das ist schon mal gut. Es sind drei. Jetzt muss ich mal überlegen. Oder ich laufe erstmal weg, ich kann die gleich wieder von hinten angreifen. Es ist gut, gegen die eine neutrale Waffe zu haben, denn die sind Resistenz gegen alles außer neutral. Zirkoax ist neutral, Halbert ist neutral, Freesword ist nicht neutral, deswegen suche ich jetzt irgendwas Neutrales für ihn. Einige Schwächer. Ja, Rockbreaker hört sich doch gut gegen die an. Burnsword. Ja, Rockbreaker ist wenigstens neutral. Ich könnte jetzt auch einen Deadly ausrüsten. Tatsächlich mache ich einen Deadly, weil, die sind wirklich sehr gefährlich. Hier sieht man, ich kann nichts mehr ausrüsten. Weil, wie gesagt, die sind halt sehr gefährlich. Und ja, ich will halt nicht, dass der Run hier jetzt schon vorbei ist. So, jetzt Decker greift an. Maxim greift den anderen an. Jetzt gucke ich mal, was für Bälle wir noch haben. Smokeball kann mir noch das Leben retten. Koma kann die Gegner einschläfern. Das müsste zu 80% sein. Ich war gerade überlegen, ob die resistent gegen Statuseffekte sind. Mist. Ach, Mist. Oh. Das waren die 20%. Die haben ungefähr 500 HP. Oh, Parrish. Oh, und Sully rettet mir mal wieder das Leben. Guter Boy. Ich werde den Smokeball noch nicht benutzen, denn Smokeball macht, dass ich direkt in den Kampf flüchte, wenn Arti schneller ist als die. Und ich weiß, dass Arti schneller ist als die. Aber ich bin auch sogar so schneller. Dadurch, dass ich den Dragon Spear habe. Weil die Goldgolem sind nicht so schnell. Ich mach wieder Koma. Also so kannst du garantieren, dass du immer den First Strike hast. Genau. Und das Gute ist, der sich merkt, dass du schon mal Gegnergruppen dann weggehauen hast. Schon wieder Mist. Ach, ey. Also,
dass es Deadly zu 80% trifft, da bin ich mir sicher. Bei Koma. Oh, oh, schade, da hat es. Ah. Mh. Wieder weg, ne, oder? Ja, okay, ich bin noch schneller. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob die resistent gegen Status-Effekte sind. Deswegen misst auch Koma die ganze Zeit. Ja, das kann gut sein, ne? Deswegen greife ich mit Art jetzt normal an, ja. Man sieht, er hat eine Wasser. Dragon Spear ist Wasser und deswegen macht das nicht so viel Schaden. Neutral macht sehr viel Schaden. Ja, das Deadly hat gerade ihn erwischt, ne? Genau, und da hat man die 80% gesehen. Die 9 haben auch gereicht, sehr gut. Ja, sehr gut. Ah, gut, sehr gut. Also man könnte jetzt meinen, dass sie nicht so stark sind, die Gegner. Aber besser ist, dass man nicht gesehen hat, was die können. Mhm. Denn die können Gold Mist casten. Was auf alle, ich weiß nicht, 200 Schaden macht. Ah, ja, ja. Die machen das nicht immer. Ja, den lock ich jetzt hier weg. Muss nur aufpassen, dass der Drache, wo der sich hinbewegt. Weil der Drache bewegt sich jeden Schritt, jede drei Schritte, die ich mich bewege, bewegt er sich einen Schritt. Aber das dann auch zufällig. Aber dennoch recht kontrolliert. Mhm. So, jetzt sieht man diese Teleporters. Das sind sogenannte Leeches. Ach du Scheiße. Ja, die bewegen sich nicht nur unangenehm, sondern sind auch sehr stark. Deswegen schaue ich mal, was in den anderen Räumen erstmal ist. Oh, oh, ein Hallway voller gar nichts. Was ist mit meinem Buttermesser hier? Ja, das ist ein bisschen schade, dass die Waffen werden zwar von Floor zu Floor mal besser, also man schaltet quasi Waffen frei, die man finden kann, aber die alten Waffen verschwinden leider nicht. Ja. Jetzt muss ich warten. Okay. Hier kann ich ihn sicher von hinten angreifen, da sind zwei Leeches sogar. Oh, okay. Aber von hinten. Ja. Zum Glück. Da sieht man, wenn man einmal ein bisschen schneller gehen will. Weil theoretisch kündigen die sich auch an, wo die sich hinteleportieren. Ja. Und das hat man Zeit zu reagieren, aber wenn man halt schnell durch will, strong. Jetzt brauche ich nicht mehr, aber... Ja, du hast stronger, oder? Ja. Genau, ich hab stronger. 70. Floor 70, ja, nur noch 30 Floors. Also das kann in dem Tempo weitergehen. Das Problem ist, Guy hat keine Option. Für Arti kann ich etwas farmen. Den Gorgonrock kann ich für Arti farmen. Für Guy muss ich noch irgendwas Gutes finden. Ansonsten fütter ich noch Sully auf Form 4. Sodass er mir hoffentlich hilft. Uff. Der ist zu fett, um da durchzukommen. Ja. Wir sind zu dick für diese Tür. Genau, was Schöne daran ist, solange man genug Platz und genug Zeit hat, kommt man immer an den vorbei. Ja, da habe ich gerade mitgezählt. Beim dritten Schritt hat er sich nicht bewegt. Ja, momentan bin ich nur noch auf der Ausschau für Waffen für den Jelly. Mhm. Old Armor. Ist eine starke Rüstung. Oh! Ja, den... Oh, Mann, Mann, Mann. Und ein Schiff auch noch. Ja, ich muss... Ninja. Ich muss warten, bis der Drache jetzt irgendwie ein bisschen weggeht. Sodass ich den den Genie, also der in Blau, von hinten angreifen kann. Ich weiß, Koma kann die auf jeden Fall treffen. 80%, genau, jetzt schläft er. Merkst du, 80% trifft wieder nicht. Mhm. Das Problem ist jetzt, wieso ich auch gesagt habe, dass Maxim nicht unbedingt gern, wieso ich ihm nicht gern diese Deadly Waffe gebe. Mhm. Er ist langsamer als Arti und er ist auch langsamer als die meisten Gegner. Man wird es gleich sehen. Okay. Hm. Wieso schläft er nicht? Schon wieder Miss? Aber der Linke schläft. Man hat gesehen, nur der Rechte hat angegriffen. Mhm. Ja. Ich weiß aber gerade nicht. Frag mich gerade. Wieso der Rechte angegriffen hat? War der nicht am Schlafen? Ja, sieht so aus eigentlich, ne? Oder ist das Schlafen das Bewegen? Naja, tatsächlich.
Anscheinend musste der aufgewacht werden, aber man sieht's, Arti schneller. Wenigstens habe ich Koma. Hm. Oh, ouch. Ja, man sieht. Ah, okay, immerhin. 80% sind eigentlich nicht so wenig. Ja. Aber wenn man das Spiel spielt, dann lernt man so, was eigentlich 80% sind. Ja. Okay, wenigstens schläft der immer noch. Yes. Weil Maxim wäre auf jeden Fall langsamer als der. Geil, leider keine Experience. So. Genau, da sieht man, wie wenig XP die überhaupt geben, die ganzen Gegner. Obwohl ich noch nicht mal hohes Level bin. Ja, ich muss auch den Drachen bekämpfen. Und das Spielchen geht weiter. Koma auf den einen. Deadly Waffe auf den anderen. Ah. Oh. Alright. Yes. So sehen 80% aus. Sehr gut. Okay, Destroy. Oh. Das ist auch eine Insta-Death-Attacke. Aber okay, der macht das auf alle. Da splittet sich so die Wahrscheinlichkeit. Mm. Hätte er es auf einen gemacht, dann wäre es eine 50-50. Ja, okay. Da ich es auf alle gemacht habe, verteilt sich die Wahrscheinlichkeit. So, jetzt muss ich warten, bis der Leech entweder nach rechts oder... der Schiff ist eigentlich nicht so gefährlich. Das Problem ist, es können noch andere Gegner mit ihm spawnen. Dieser Leech, ja. Er ist gefährlich. Gleich sieht Shiva. Also das tötet niemanden, aber man sieht, wieso die gefährlich sind. Ja. Normalerweise kann man eigentlich an diesen... Könnte ich jetzt da unten lang. Das Problem ist, das Schiff guckt nach unten. Mhm. Und ich will es nicht riskieren, dass er mich side-attackt. Also von hinten angreift. Mhm. So. Dadurch, dass dieser Legion untot ist, funktioniert Deadly Waffe nicht. Genau, und der Schiff ist auch untot. Deswegen funktionieren die Waffen hier nicht. Mhm. Deswegen muss ich mit Maxim eine Alternative machen. Fry ist sehr gut zum Beispiel, weil Fry ist von... Genau, ja, heilen kannst du ihn wahrscheinlich. Ah, schade. Also, ich könnte theoretisch die heilen, so dass es Schaden macht. Mhm. Das Rune Stronger ist sehr schwach und deswegen hat es keinen Schaden gemacht. Aber hätte ich zum Beispiel einen stärkeren Zauber... ganz kurz. Genau, hätte ich einen stärkeren Zauber, sowas wie Champion oder Valor, dann hätte er sehr viel Schaden gemacht. Mhm. Weil dadurch, dass sie auch Magic Resistance haben, hat es halt den Schaden auf null gemacht. So, Schiffchen ist weg. Genau, aber theoretisch geht es, dass man Untote mit Healing Spells Schaden zufügt. Ach nein! Dabei habe ich doch noch so viel Zeit. Oh, komm, ja, bitte. Die greifen zweimal an oder die machen einen Spell. Alter. Oh Mann, was für ein Raum. Oh, 72. Das ist das Stichwort für Archfiends. Man hat schon vorher diese Fiends gesehen. Gleich, wenn man den Sprite wieder sieht, wird man sich sicherlich wieder dran erinnern. So, da sind die Gorgons. Die Linken. Das sind die Gorgons, die den Gorgonrock droppen. Das hat eine IP-Attacke, die ein Achtel Schaden von der momentanen HP macht. Mhm. Und ja, beim Jelly am Ende ist es ganz nützlich, so zwei Fractionals zu haben. Fractionals bezeichnet man als IP-Attacken, die prozentualen Schaden machen. Mhm. Da ist es immer so gut, zwei Fractionals zu haben und zwei Finisher. Finisher sowas wie Cancer Rock oder Hydora Rock, weil die öfters angreifen. Mhm. Wäre doch gerade gar nicht so wenig XP gegeben. Ja, genau, und das ist auch so ganz nett, dass sie wenigstens ein bisschen XP geben. Mhm. Die sind auch ungefährlich. Also, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die einen töten. Kann man ruhig mal klatschen. Mhm. Genau. Also klar, die können mal hier und da jemanden töten, aber die ist nicht die ganze Party. Ich kann jederzeit einfach weglaufen, fertig. Hier ist halt zwar viel Schaden, aber immer nur auf einen. Yep. Leider kein Gorgonrock, die Chance steht 15%. Also der ist nicht mächtig viel.
Aber ich nehme natürlich auch immer die XPs mit. Das macht mir natürlich einiges einfacher, Sachen zu überleben. So, Firebird, das ist der T3 Feuerspell. Man sieht hier auch wieder diese Hydoras. Das Problem bei denen, das sind Orkis und die droppen kein Hydora Rock. Deswegen versuche ich gar nicht erst, die zu bekämpfen. Ja, okay. Werden deine MP auch langsam knapp? Ach nee, ich habe so viele High Magics und Fixed Magics gefunden. Okay. Und Miracles füllen auch die Mana auf, also das ist gar kein Problem. Und vor allem Strong und Stronger sind sehr mana-effiziente Spells. Wenn ich sowas wie Valor oder Rally habe, die sind nicht so effizient, wo dann auch mal das Mana knapp werden kann. Noch ein Deadly Sword. Ja genau, aber ich brauche es nicht. Kein Charakter kann es mehr tragen. Es kann nur Maxim tragen. Das sind diese Archfiends. Eieiei. Los, weg. Der steht 100 pro im Weg, ey. Aber sieht so aus, als könnte ich drumherum. Ja, den immer noch mit. Ja, der bewegt sich immer 8 nach oben, 8 nach rechts und läuft so immer 8er Schritt im Kreis. Yes. Das Kampfsystem vom ersten Lufia, leider noch ein bisschen unausgegoren, habe ich mir auch mal aus den USA damals importiert. Wenn du Gegner besiegt hast, haben deine Charaktere trotzdem in den leeren Raum geschlagen, wenn die anvisiert gewesen sind vorher. Ja. Das hat es also noch umso komplizierter gemacht. Da konntest du nicht einfach, okay, Attacke und ich nehme gleich den nächsten Gegner, wenn einer tot ist, sondern einfach so in die Leere. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist ja übel. Das allererste Lufia. Ach so, okay. Also das hier nicht. Ah, okay. Ja, da müsste man dann deutlich mehr nachdenken, wen man wie angreift. Ja. Ich habe auch noch daheim das Gameboy-Spiel The Legend Returns oder so. Ich meine, das ist auch so ein bisschen eher angelehnt an die anderen. Es hat auch eine Anhöhle, die ich tatsächlich sogar mal gerunnt habe. Ja. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich habe es einmal mal gerunnt, ein paar Runs gemacht und dann das war's. Das bietet deutlich mehr. Und es gibt ein Remake, weil es auch dann Teil 2, zumindest auf dem Nintendo DS. Wobei das habe ich nicht wirklich lang gesehen bisher. Oh nein, das könnte gefährlich werden, wenn jetzt noch der letzte nochmal einen Voltage Bolt macht. Uff. Oh Mann. Aua. Mann. Das sind halt auch sehr starke Genies. Serien müsste mittlerweile, ich meine, es war Taito, die das gemacht haben, und Taito gehört zu Square. Also, die können sich gerne mal, weil aus der Lufia-Serie, selbst die Oldschool-Dinge haben sie nicht nochmal offiziell rausgebracht. Könnte gerne mal eine Collection kommen oder ein Remaster und alles. Wäre nicht verkehrt. Weil also ein Lufia 2 Remaster wäre schon ziemlich geil. Ja. Oder eben Remake in HD 2D. So ein paar Neuerungen in der Ancient Cave. Ja. Wenn die gut sind, begrüße ich sie sehr gerne. Die musst du jetzt bekämpfen, ja? Genau, die stehen genau vor der Tür. Ich kann nicht an denen vorbei. Ich gehe es mal entspannt an. Die haben zu 24% eine Chance, ihren Zauber zu casten. Das, was man gerade gesehen hat, Voltage Bolt. Bei denen ist es aber Ground Shock, was minimal schwächer ist, aber jetzt auch nicht, dennoch gefährlich. Ich sag mal so, 2 Ground Shocks und nur noch Decker lebt. Und das Problem ist nur noch, wenn Decker nur noch lebt und ich dann weglaufe, er ist langsamer, dann dürfen die nochmal ran. Und wenn die dann nochmal einen Zauber casten, dann ist das auch zu viel für Decker. Bei einem muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Falls er irgendwie castet, kann ich mit Arti noch in der nächsten Runde wieder heilen. Ui. 75. Hä? Wo ist der? Da steht einer drüber, ne? Wahrscheinlich der ganze. Wahrscheinlich links. Der rechte, oder? Bei den 2 Genies. Ja, weil wohl. Also ich sehe die nicht, aber ich vermute sie da. Ja, tatsächlich. Du hast recht. Puh, was muss ich mal? 1, 2, 3. Muss ich mal kurz abzählen? Ich muss den Genie einmal nach rechts locken. 1, 2. Oh ne, der sieht mal. Der sieht mich hier.
Er läuft hier hinterher jetzt. Da muss ich noch ein bisschen mehr nachdenken und das Ganze in Ruhe angehen. Wie gemein sie sich auch genau da vorstellen. Am besten will ich gar keinen von denen bekämpfen. Oh, ein Archfiend ist da. Der linke ist ein Archfiend, das ist dieser gefährliche. Ist es das? Ja, das ist der stärkste Zauber. Also solange er nicht noch einen Thunder macht, weil er macht noch eine Attacke. Oh, noch ein Thunder. Oh, das könnte für Dekka und Guy reichen. Ja, das Problem ist, der rechte greift auch nochmal an. Aber okay, es gibt... Okay. Alright. Wenigstens lebe ich noch, das ist okay. Ich muss ihn gleich nochmal encountern. Und dann ist da ein bisschen RNG involviert. Wie der sich bewegt. Ich hoffe, der Weg zu den Treppen ist wird frei. Okay, das ist gut. Ich muss noch einmal encountern. Das sollte ich überleben. Gloomy ist ein bisschen schwächer als Thunder. Ja, das sollte ich überleben. Ja, jetzt greift er einmal an. Ist es okay, wenn Nati stirbt? Ich habe noch genug Miracles und Regains. Ich bin froh, dass ich durch den Raum gekommen bin, ohne die Genies zu bekämpfen. Also... Ich hätte natürlich ganz entspannt die beiden Genies von hinten angreifen können und die besiegen können. Das hätte natürlich gedauert, weil ich nur einen Deadly habe. Aber ich habe es irgendwie versucht, durchzukommen, ohne die Genies zu begegnen. Ich würde mal sagen, ich habe es ganz okay gemacht. Ja. Das sind halt solche Räume, die ich halt noch nie gesehen habe. Die werde ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Deswegen muss ich das langsam angehen. Morgan Rock nehme ich mit. Achso, ganz nett ist, wenn die hier und da mal ein paar Charaktere angreifen. Dadurch gibt es auch IP. Man sieht, Decker und Guy haben schon volle IP. Ah, okay. Decker braucht auch voll wegen Decker Blade. Das braucht 100% IP. Mhm. Oh, und Perish Punch. Ist mir das Leben schön erleichtert. Die anderen Charaktere, also Arti könnte theoretisch Crystal Band benutzen, das habe ich schon zweimal gefunden, habe ich gesehen. Mhm. Denn das hat eine 3x-Attacke, das heißt, die Attacke ist dreimal so stark. Das Problem ist, Arti ist von Natur aus nicht so ein starker Kämpfer. Also die Strength ist nicht so hoch, deswegen macht das nicht so viel Schaden. Aber am Ende des Tages, sage ich mal, besser als einfach die Zaubercasten. Ja. Und wenn ich jetzt einen Gorgonrock finden würde, dann würde ich das auf Maxim geben. Weil dadurch, dass er blockiert ist wegen dem Deadly Sword, ist er trotzdem noch in der Lage, das Gorgonrock den Gorgonrock zu benutzen. Okay. Weil das braucht halt keinen Slot für Waffen. Sondern es ist einfach ein Stein. Ja, und dann Guy. Momentan ist Guy einfach nur, er greift einfach dreimal an. Oh nein. Ja. An dem muss ich jetzt vorbei. Der wird sich auch gar nicht bewegen, erst wenn du im nächsten Raum bist, ne? Genau. Töte also, ihn. Ich muss ihn jetzt töten und ich kann hoffen, dass es vielleicht keine Archfiend ist, sondern die schwächeren Brüder Ice Strokes. Aber, jetzt muss ich... Okay. Speed Potion. Okay, bitte Ice Strokes. Zwei Archfiends, wow. Oh. Okay, jetzt muss ich... Überlegen, was kann ich machen? Also die sind wenigstens nicht immun gegen Deadly Weapons. Das heißt, Maxim ist mein Way to go, um die zu töten. Mhm. Was mit Statuseffekten? Sind die da immun? Ja, die sind immun gegen Statuseffekte. Oh, shit. Smoke Ball lässt mich flüchten. Überlegen. Ja, nichts, du musst ja durch, ne? Ja, ja. Aber das Gute ist, Decker kann als vierter Charakter einfach flüchten. Das heißt, ich glaube, Arti kann nichts Sinnvolles machen. Mit Guy werde ich Decker wiederbeleben, falls er sterben sollte. Mit Maxim versuche ich einen zu töten und mit Decker benutze ich den Smoke Ball, denn er greift als letztes an und hoffe, dass wenigstens, wenn er wegläuft.
Oh, Stronger, das ist gut. Das macht einfach nichts, es heilt ihn. Nice. Das ist gut, nur normaler Angriff. Mhm. Oh, sehr gut. Wow, nice. Okay, oh, jetzt muss Maxim treffen, 80%. Oh, oh, unglaublich. Du Fucker. Okay, jetzt. Ja, Smokeball, jetzt sieht man. Ich flüchte direkt, weil er gerade erst dran. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Chance. Nur das Problem ist, ohne Smokeball, man sieht, er folgt mir auf Schritt und Tritt. Mhm. Ich muss ihn wieder bekämpfen und ich würde sagen, wieder die gleiche Tour. Ich bin am Überlegen, ob Arti irgendwas Sinnvolles machen kann, aber ich meine, klar, er kann angreifen, aber... Na, ja, wobei... Nein... Sonst hätte ich gesagt, ich erhöhe meine Defense, aber... Habe ich nicht. Dann wieder Defense. Okay, Guy... Macht wieder Miracle auf Decker. Falls die irgendwie Decker töten sollten. Maxim muss mich retten. Ja, Sleepball, Confuseball, leider sind die immun dagegen. Decker macht auch einen Ex-Potion auf sich selber, falls er der Einzige ist, der überlebt. Oh, Donner. Oh, oh. Das ist schon mal ein schlechter Anfang. Gloomy. Oh. Maxim ist jetzt schon tot. Ah. Das heißt, das Problem... Die werden nicht weniger. Wow, Decker ist tot. Noch ein... 50% Chance, das... Wow, 50% Chance. Miracle... Oh, wow. Genau deswegen habe ich Miracle auf ihn gecastet. Nice. Damit er das über... damit ich jetzt, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit, die zu töten. Deswegen muss ich weglaufen und hoffen, dass ich das jetzt überlebe. Ohne das, Maxim wird es ja nichts werden, ne? Genau, ohne Maxim. Oh, Decker, hoffentlich. So gut, Miss. Gloomy. Ja, Decker überlebt es. Ich habe noch eine Chance. Aua, aua, aua. Okay, ja, Regains. Langsam müssen wir sparsamer werden mit... Jetzt sind die Regains alle weg. Ja, ich habe noch 5 Miracles. Aber ja, ich würde sagen, auf ein neues. Okay, 80% Chance. Komm. Und Max muss überleben. Ich werde wieder ein Ex-Potion. Ich... Ja. Jetzt ist halt eine Frage von Ressourcenmanagement, ob ich... Ja, ich werde es nochmal probieren. Ex-Potion auf sich selber. Gloomy. Das ist gut. Das ist gut. Max müsste es überleben. Und jetzt... Gut. Yes. Schon einer tot. Okay, ich würde sagen, ich habe noch genug Ressourcen, um den Kampf wieder zu flüchten, sodass Decker wieder überlebt. Jetzt ist halt nur noch einer. Mhm. Oh, gut. Oh, gut, Mist. Sehr ja. Gut. Genau, Miracles. Weil das Problem an Strong und Stronger ist, die können nicht wiederbeleben. Nur Rally und Varlock können das. Mhm. So auf ein neues. Ich würde sagen, jetzt sind wir ein bisschen sparsamer. Wir verbrauchen keine Miracles. Oh nein! Jetzt, ja. Gut, Maxim überlebt. Okay, das... Danke! Yes! Sehr gut. Yes! Oh. Mann! Boah, zwei Arschwien zu bekämpfen. Oh. Wie fies auch, den direkt vor die Tür zu stellen. Ja, ich werde hier von der Seite. Ja, komm. Da, daran wird es jetzt wohl nicht scheitern, dass die. Ich nervt. Oh. Level 30 müssen wir jetzt auch sein, ne? Ja. So, jetzt sieht man hier diese Genies. Ich könnte die so von der Seite einmal von der Seite angreifen, sodass ich in 50-50 eingehe. Aber
Ich bekämpfe die lieber. Mit Koma, Sleepball und Deadly Sword. Weil von der Seite angreifen, das hat mir schon beim letzten Genie nicht so gefallen. War schon riskant. Okay, getroffen. Ja. Koma hat getroffen. Sleepball trifft immer. Alright. Das ist das Gute an den Genies. Die sind nicht immun gegen Statuseffekte. Das heißt, jetzt machen die Gegner einfach nichts. Die schlafen beide. Die anderen guten Statuseffekte, Bälle, sind noch Freezeball. Das macht quasi genau das gleiche wie... Wow. Wieso kommt die Animation nicht, wo... Eigentlich müsste da stehen, Genie wakes up. Okay. Also genau, ein Zauber kann ich von denen überleben, der zweite Zauber überlebt wohl nur Decker. Genau, dann gibt's noch Freezeball. Dann gibt's auch noch einen Terrorball, der eine 50%ige Chance auf Insta-Death hat. Ja, und da sind sonst alle so sinnvollen Balls. Mhm. Level 80. So gut. Ich hoffe, ich habe nichts bei meinem Mikrofon eingestellt. Das sollte gehen. Ja. So, die Archfiends bleiben auch nur noch bis 87. Dann bin ich von dem befreit. Dann kommt ein neuer Terror wahrscheinlich, ja, oder? Ja, aber dann komme ich, sag mal, mit genug Zeit komme ich überall durch. Okay. Und genug Platz. Weil dann kommen nur noch Drachen und Dark Summoner. Und die sind, ja, ich sag mal, okay. Dadurch, dass die Zeit nicht so drängt. Was? Hat nicht gereicht? Nee, ich glaube, die haben so 700, 800 HP ungefähr. Okay. Total Destruction. Oh, Arschloch. Aber das war's jetzt bei dem. Ja. Immer noch kein Gongrock, aber ich nehme die Levels mit. Genau, mir fehlt ja noch etwas für Guy. Und da will ich am besten einen Lizard Blow, Old Sword, Midblade, sowas in der Richtung haben. Das sind so die Sachen für Guy. Am besten... Also wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das ein Lizard Blow für Guy. Dann noch ein Curse Lifter für Maxim, sodass er seinen Deadly Sword benutzen kann. Und das Gute ist, die IP-Attacke vom Deadly Sword ist eine 1/6 Fractional, was auch sehr nützlich ist. Und dann würde sogar schon reichen, dass Arty einfach nur Zauber castet. Und man erinnert sich zurück, ich habe ganz am Anfang den Anger Breaks gefunden. Das habe ich gar nicht erklärt, was es macht. Denn das boostet meinen Angriff von einem Charakter um 40%. Mhm. Und wenn Guy dann noch eine 3x-Attacke hat, sowas wie ein Lizard Blow, also eine Dreifach-Attacke, dann macht das sehr, sehr viel Schaden. Nehmen wir mal wieder den sicheren Weg. Confuse Ball. Würde ich zum Beispiel auf BB gehen. Dann würde ich warten, bis die nach oben gucken und dann die von der Seite mich versuchen durchzuschleichen. Mhm. Das wäre dann ein 50-50. Es wäre halt auf jeden Fall schneller. Aber ja. Bei solchen Runs will ich lieber auf sicher gehen. Mhm. Na, jetzt sieht man es. Genie normalizes. Ah ja. Das muss vom vom Confuse Ball kommen. Weil er war verwirrt. Und jetzt hat er sie wieder normalisiert. Ich dachte, beim Schlaf, bei Koma, würde auch so eine Message, Text-Message kommen. Sully könnte mal wieder One-Hit machen. Ja, schon lange nicht mehr. Oder er spart sich das auch für die Drachen. Das, das nehme ich auch. Du irgendwann nach dem Bügelgeld vielleicht dann nochmal aufwerten, ne? Genau, aber für die Cave ist es sinnvoller, ihn auf 2 zu behalten, weil er diesen Perish Punch kann. Mhm. Auf den anderen Formen, da hat er zwar mehr AP, macht aber zwar mehr normalen Schaden. Kein Insta-Kill. Genau, später macht man, man tötet die Gegner nicht mehr mit normalen Schaden. Deswegen. Mhm. Die zusätzlichen AP sind nett, aber... Goes close. Deswegen lasse ich ihn auf 2. Und für den Jelly werde ich dann noch 4 füttern, für das zusätzliche Schaden. 85. Hier wieder gleiche Spielchen. Sehr gut, Koma hat getroffen, Deadly hat getroffen, Confuse Ball trifft immer. Hat man gerade gesehen, das war ein Crit.
Hier sehen wir auch, die greifen einfach normal an. Eigentlich können die das gar nicht. Denn die können eigentlich nur defenden, ihren Zauberkasten, absorb oder... Und warum hat er jetzt normal angegriffen? Weil er verwirrt ist. Ah, so. Deswegen. Genau, ansonsten kann er nur absorb seinen Spell und defenden. Hm. Nicht mal mehr ein Level up. Unangenehm. Ich meine nicht, dass du da durch die Tür musst hinten. Oh, da sind sie. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich spare mir mal meine Confuse-Bälle und Sleep-Bälle auf. Für die späteren Drachen, falls da welche auftauchen sollten. Yes. Wakes up. Deswegen hier sieht man, Art ist mal schneller als die. Deswegen eine Deadly-Waffe auf ihn wäre perfekt. Das ist deren Spell, Frost. Oh. Ja, nicht ganz ungefährlich. Deswegen Stronger. Ich glaube, es heilt nicht voll. So stark ist Stronger nicht. Oh, der ist sogar... Ah, war super gut. Oder war der am Schlafen? Weiß ich gar nicht mehr. Mich wundert gerade, dass er schneller ist. So. Ja, hier mache ich das auch mal sicher wieder. Oh, nee, das war nicht sicher. Aber ich habe den 50-50 trotzdem bekommen. Ich hätte noch einen Schritt warten müssen. Ja, was man auch manchmal sieht bei mir ist, dass ich die Charaktere immer in die Background tue, so wie Decker oder Guy. Mhm. Wenn es heißt, einfach nur überleben, weil die Charaktere bekommen in der Backrow, also in der hinteren Reihe, von physikalischen Schaden weniger Damage. Da wird deine Angriffspower physikalisch auch weniger, ne? Genau. Ah, genau. Die machen. Zauber machen von hinten genau gleich viel Schaden, aber physikalisch weniger. Kann mir ruhig mal Mana absorbieren. Daran mangelt es bei mir nicht. Das ist okay. So blöde Kutsche. Der sucht nur einen Parkplatz. Hm. 87. Langsam gibt es nicht mehr so viele Truhen. Nur noch so 12 Floors. Was ich auch nicht vergessen darf, ist IP-Farm. Nicht jeder hat voll. Nicht jeder braucht alles. Mhm. Dadurch, dass ich so wenig Optionen gefunden habe, so wenig Waffen. Leider kein Cancer Rock bekommen. Man muss auch sagen, ich habe nicht so viele Garboss gefarmt, das waren die Gegner. Das droppen. Vor Hydoras hatte ich eher Angst, dadurch, dass ich nicht gut ausgestattet war. Ach. Genau, die Teleportierer sind wieder da. Das steht ja oben rechts, ne? Ist ja über dem Ausgang. Genau, sieht man. Ah, wie neu. Fies. Super gut. So. Aber wo? Da oben. Also momentan ist das, was ich für einen Jelly habe, Decker, Blade of Decker. Mhm. Maxim wird wahrscheinlich Dragon casten. Oder beziehungsweise... Also Insta-Kill geht nicht mit Maxim. Nee, bei ihm, das ne? geht nicht. Okay. Dann, oder er würde den Anger Brace benutzen. Donner, das ist schon mal ein bisschen besser, denn das ist der beste T3-Spell, den Maxim benutzen kann. Arti kann auch einen besseren T3-Spell, das ist Zap. Aber die geben sich nicht viel. Arti würde wahrscheinlich Crystal Vent benutzen. Und Gaia würde einfach dreimal angreifen. Ich
will jetzt auch nicht die ganzen Ausflüge suchen. Ja. Das ist das, was ich meine. Mit genug Zeit. Nice. Kann ich da vorbei. Wenn ich nach rechts muss, muss ich mal schauen. Warte, bis er mir den Weg frei macht. Er bewegt sich mal zufällig in eine der vier Richtungen. Jeden dritten Schritt. Right. Deswegen recht kontrolliert kann man die umgehen. Super gut. Mit einem Abendkleid. Mhm. Ja, ein zusätzliches Item würde mir schon wenigstens die Chance geben. Ah, nicht das. Nicht das, das habe ich schon. Da ist nicht so viel Platz. Aber ja, das würde mir wenigstens schon die Chance ermöglichen, auf einen. Oh. Wow. Okay, der Drache nervt. Okay, ich habe mich verzählt, aber zum Glück. Ich war mir gerade nicht sicher, wo die Dax Summoner sich hin teleportiert haben. Deswegen. Zum Glück waren da nicht das sicher angegangen. Zum Glück waren das zwei Kopperdrachen und ich habe die von hatte den Backattack bekommen. Das ist noch die schwächste Form von den drei Drachen, die es gibt. Mhm. Es gibt auch den Silberdrachen und den Golddrachen. Ja, da kann ich nur hoffen, dass wir nicht sehen, was die im Repertoire haben. Weil dann ist der Run meist zu Ende. Soweit. Gar nicht so wenig Drachen hier. Ich muss langsam IP farmen. Wenn ich hier einen guten Backattack kriegen kann, einen schnellen. Weil der muss an der Wand schauen. Nee. So, jetzt muss ich gucken. Es sind zwei Copper. Perfekt. Jetzt muss ich einen davon töten, dass nur noch einer übrig bleibt. Sehr gut. Super gut. Aber jetzt muss ich hoffen, dass Sully mir nicht es vermasselt und ihn tötet. Danke. So, jetzt. Ach, eigentlich. Fällt gerade auf. Ich zeig mal trotzdem, wie IP-Farm funktioniert. Ich encounter ihn jetzt immer und lauf weg. Ja, okay. Das. Tatsächlich, alle haben schon voll und Arty hat genug. Mhm. Arty braucht nicht 100. So funktioniert dann IP-Farm. Okay. Er kann auch noch einen Zinderblast, was ein starker Spell ist, aber das tötet niemanden, wenn man genug Level hat. Deswegen IPs sind alle voll. Brauche ich auch keine Zeit zu verschwenden. Sehr gut. 93. Da fehlen mir leider noch ein paar Items. Oder Sully muss mich komplett retten, weil der kann potenziell viel Schaden machen. Wenn es der Zufall erlaubt. Und wir wissen ja, dass Zufall immer auf unserer Seite ist. Ja, 100 pro. Okay, 94. Genau, 98 ist der letzte reguläre Floor. Dann 99 ist der Jelly. Bis 100 hat es nicht gereicht. Schlecht. Entweder muss ich warten, bis der ganz nach links geht, oder er geht nach rechts an die Wand und ich kann ihn von hinten angreifen. Hoffen wir, dass die nicht in der Mitte zusammentreffen. Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit. Er wollte nicht. Ja, wenn er ein bisschen näher an die rechte Wand geht, werde ich es mal probieren. Ich habe Angst, dass der linke Drache mir dann den Weg zur Tür versperrt. Mhm. Genau andersrum sollt ihr das machen. Der linke ganz weg und genau. Der rechte auch ganz nach links. Come on. Ja. Noch ein Stück. Du willst es doch auch. Ja, ja. Ja, noch weiter. So, und somit kann ich
Man sieht Silber und Kupfer. Ja. Nicht etwas, was ich bekämpfen will. Komm, letzter Floor, dann gleich alles supergeile Items. Natürlich. Oh, was mache ich? Okay, nur zwei. Uff. Okay, oh. Da schwächelt auch schon die Konzentration, aber zwei sind okay. Das, die machen zwei Aktionen, können Zauber casten oder normal angreifen. Deren Zauber sind deutlich gefährlicher. Mehr Potions. Das, ist das der Ausgang da? Nee, da waren keine Treppen. Doch, keine Idee. Nee, doch nicht. Das ist nur das Teil da unten. Ich will einmal nur kurz gucken. Okay, ist nicht so gefährlich. Weil wenn man in einen Kampf reingeht, dann verschwimmt so der Bildschirm. Und dann kann man, ich glaube, ein oder zwei Teils weitersehen. Und wären da die Treppen, dann könnte man die Treppen so leicht sehen, wie die so verschwimmen. Ja, okay. Wenn man so ein bisschen weiter sieht. Aber ich habe hier noch ein paar Optionen, yes, wie den. Ja. Okay, 96. Ah, der ist noch da brauche ich nicht mal zu schauen, ob das echt ist. Nicht das, was ich brauche. Superdriver. Okay, vorletzter regulärer Floor. Also man sieht hier, dadurch, dass nur noch diese zwei Arten von Monster auftauchen können, sind halt keine Gegner mitten im Weg, die mich blockieren. Mhm. Das erlaubt es halt, also deren Movement erlaubt es nicht, dass die mich irgendwie verfolgen oder so. Also im Grunde ganz angenehme, wow. Im Grunde ganz angenehme Floors, wenn man halt, wenn die halt nicht im Weg stehen und man konzentriert genug ist. Hier suchst du wahrscheinlich gleich so gut es ab, alles, ne? Was du noch an Kisten mitnehmen kannst. Ja. Alles, was auf dem Weg liegt. Wacken! Nach Wacken, ja. Ab nach Wacken. So, letzter normale Floor. Da hat es sich ausgezahlt, langsamer zu gehen. Mhm. Oh. Oh. Aber von hinten. Die gucken nach, first, gucken nach unten. Das war was Geiles. Das ist der gleiche Tür. Also auf der Seite. Da war ein Drache. Oh, und hier ist ein Drache. Das heißt, einen von den Drachen muss ich bekämpfen. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich schätzen würde, ist es hier die Treppen. Hinter der Tür. Natürlich nur eine Vermutung. Gut, wenigstens nur Kupfer. Mhm. Jetzt kann ich eigentlich alles benutzen, was ich habe. Ich habe, glaube ich, noch Freeze Ball. Genau. Der Link ist ja auf jeden Fall gefreezed. Weil so viel erwartet mich ja nicht mehr in der Cave. Deswegen kann ich alles benutzen, was ich habe. Mhm. Sehr gut getroffen. Da sieht man, wie der eingefroren ist. Sehr schön. Nächstes noch eine Handvoll Level. Ja, und? Let's go! Genießt die Musik. Ja, jetzt würde ich sagen, ich bereite mein Jelly vor. Ja, ich bereite alle Charaktere vor. Oh, der beste Track im Spiel. Oh ja. Soll ich jetzt mal erklären? Also Decker Blade auf Decker natürlich.
So. Dadurch, dass Guy keine Waffe hat, werde ich ihm einfach die stärkste Waffe geben und er wird dreimal normal angreifen. Old Sword gibt noch ein bisschen Strength, deswegen bekommt er das. Camo Armor gibt auch noch ein bisschen Strength, deswegen bekommt das Becker. Die stärkste Waffe ist Zirko-Axe, okay. Apron Shield gibt auch noch ein bisschen Strength. Das und Defense. Spider Jewel gibt auch noch ein bisschen Strength, alles auf ihn. Er hat leider nix. Er ist auch blockiert durch das Deadly Sword. Hm. Das heißt, er wird nur dreimal Zauber casten. Power Brace. Ich gebe ihm das Anger Brace, weil das Battle Lust kann. Increases ATP um 40% bei einem Charakter. Eigentlich will ich das bei einem Charakter machen, der eine 3x-Waffe oder IP-Attacke kann. Deswegen, aber es wird trotzdem auf Gaia landen. Er wird dennoch genug Schaden machen. Arty hat die 3x-Waffe, die Crystal Band. Das Problem ist, Arty hat nicht so viel ATP, wenn man hier schaut, 350 im Vergleich zu Guy, 20. Deswegen werde ich auch mit Anger Brace nicht Arty buffen, sondern Guy. Das macht Agilität, brauche ich nicht. Power Brace macht noch ein bisschen Intelligenz, das ist gut. Dann sind die Zauber stärker. Ansonsten will ich... Ach nein, Strongest wollte ich nicht. Das sortiert immer nach Angriff. Mhm. Remove. Weil ich will auch so viel wie möglich zum Füttern haben. Denn die Zeit nehmen wir uns noch. Ja, die Zeit nehmen wir uns noch und füttern Sully. Hier geht es eigentlich darum zu wissen, wie gut die Items sind. Mhm. In welchem Feeding-Tier nennt sich das? Zum Beispiel Longsword ist Feeding Tier 11. Und wenn ich ihm ein 11er gegeben habe, will er auch nur noch 11 oder besser. Rockbreaker ist auch 11. Wenn ich ihm jetzt zum Beispiel was Besseres gebe, dann ist er auf dem... Wenn ich ihm zum Beispiel was Schlechteres gebe, zum Beispiel was Feeding Tier 10 ist, dann will er das gar nicht. Ich muss ihn erst wieder runterfüttern. Jetzt ist er wieder auf Feeding Tier 5, weil ich ihn runtergefüttert habe. Jetzt muss ich mal gucken. Leider kenne ich nicht alle auswendig. Ich gebe mein Bestes, dass ich die irgendwann lerne und alle kann. Und dafür brauche ich noch ein bisschen. Das ist zum Beispiel 9. Ne, War Rap spare ich mir auf. Knife ist zum Runterfüttern. Apron auch. Das ist Form 3. Eigentlich habe ich genug gefunden, dass ich ihm einfach alles füttern kann. Ist auch vom Mensch geworden. Vom Rettich zum Mensch. Mhm. So, War Rape hier. Franziska. Mhm. Das sind die Franziskaner-Mönche. Natürlich. Kennt doch jeder. Magic Fruit gibt immer 8. Ja, eigentlich habe ich viel zu viel gefunden. Da merkt man, ich habe noch so viele Items. So gefühlt könnte ich noch ein, zwei Stufen höher bringen. Da hätte ich gar nicht so drauf aufpassen müssen, was ich ihm gebe. Mhm. Normalerweise bin ich daran gewöhnt, dass man nicht so viel findet. Da muss man ein bisschen sparsamer sein mit seinen Items. Aber ja, ich würde sagen, ich bin bereit für den Kampf. Mana. Ja, er hat noch Hitpoints. Ja, das. Der Jelly wird ihm keinen Schaden machen. Sogar ganz im Gegenteil, er wird ihn heilen. So, jetzt. Genau, mein Fractional zuerst. Decker. Guy bleibt in der Front Row, weil er sehr viel Schaden macht. Battle Lust auf Guy. Arty macht den stärksten Zauber. Donner. So, holt eure Taschenrechner raus. Jetzt wird gezählt. 9980 Schaden. Also ohne Sully wird das auf jeden Fall zu wenig Schaden sein. Deswegen muss ich hoffen, dass Sully sowas wie Headbutt oder Battle Anger macht. Mhm. Sieht man. Yo! Ja, Headbutt, das ist schon mal ein Anfang.
Okay, also es sind schon über 5000 auf jeden Fall. Ja, aber jetzt Holy Energy. Ja, ich mach mal so Angriff. Torrent macht nicht so viel Schaden, leider. Ich mach mal mit Maxim nochmal Battle Lust of Arty. Sodass Turn 3 er dann Crystal Wand macht. Mit einem verbesserten. Mit, sodass er geboostet ist. Weil das Problem ist, ansonsten müsste Maxim einen Zauber casten. Und das wäre dann Donner. Und, ja, ist nicht so stark. Headbutt wieder! Wow, das ist schon gut. Mehr als ich okay. Im Durchschnitt. Letzte Runde jetzt. Genau. Ja, das war der letzte Input. Jetzt kann ich einfach nur hoffen. Na, vielleicht hätte ich doch. Na, ja, war okay. Komm schon, Sully. Ja, leider kein Crit. Ja, Sully Defense. Leider nicht genug Schaden. Das war's. I'm out of here. Reichen die 6 noch? Nee, das wäre auch. Ah, Gott, verdammt. Das passiert immer nach der dritten Runde. Ach so. Nach der drei Runden Zeit, dann tötet er sich selber. Ja, leider hat der Schaden nicht gereicht. Sag, also, wann Time ist. Ja, aber du hast ihn besiegt. Einfach jetzt Time. Er hatte Angst. Time. Eigentlich, wenn die Animation weg ist, aber ich habe ihn ja nicht besiegt. Alright. Dennoch. Dennoch, hey, also es ist froh, dass ich alles zeigen konnte. Ich bin wirklich baff hin und weg bei den ganzen Sachen, die du behalten konntest, einfach im Hinterkopf mit den ganzen Prozentzahlen. Auch mit dem Movement immer bei den Gegnern, Alter. Und bei so einem Roguelike eben gerade, weil es auch wirklich ein hartes Ding hier ist. Mhm. Also es kann klappen, es kann nicht klappen am Ende, egal wie gut man sich vorbereitet. Aber ey, sehr, sehr spaßig zum Zuschauen auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, die Ahnenhöhle ist was du bei dir, wenn du bei Twitch jetzt noch unterwegs bist, noch häufiger machst, ne? Genau, das ist mein Main-Game und das, wo ich noch am meisten Zeit investiere. Auch in AnyPercent, denn da will ich mir den Weltrekord holen. Momentan bin ich auf Platz 3. Ah. Da fehlt nicht mehr viel. Es müssen nur die Sterne richtig stehen und dann. Wie war dein bester Run? 46-10. So was ist so Unterschiede es geben. Ja, ne? Also wenn man die ganzen Kämpfe sich wegrechnet und dann gute Floors sich vorstellt, dann kann auch ein Run ungefähr in 45 Minuten zu Ende gehen. Also regelmäßige Zeiten hast du nicht, hast du ja gesagt, momentan. Wir haben nochmal eingeblendet, wo man dich finden kann bei Twitch. Geht gerne vorbei, mindestens den Follow, wisst ihr Bescheid. Ja. Dann bekommt schön beim mit. Grind zu sehen, im Weltrekord-Grind. Ja. Und rechnet im Hinterkopf dann auch mit, ob dann alles richtig und dann passt. Euch da draußen geben wir nochmal mit, gerne speedrandale@rocketbeans.tv, wenn ihr euch selber bewerben möchtet oder direkt bei Sia at simiclove oder twitch.tv/simiclove101. Ja, jetzt wieder Lufia spielen, ne? Ja, ich habe wieder Bock gekriegt. Vielleicht über die Weihnachtstage, warum nicht? Ja, hey, du hast ist so ein perfektes Weihnachtsspiel. Voll Bock auf die Spiele gemacht. Leute, ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen. Ich werde ein kleines bisschen Pause machen, weil ich im Urlaub dann bin. Aber das soll euch nicht davon abhalten, dann hier schön die Formate auf Rocket Beans TV zu gucken. Wir sagen Tschüss und bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.